Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Dead Space. Tja, eine ganze Weile oder eine kleine Weile. Also zumindest für mich ist es her, für euch ja nicht so. Wir haben uns ja das zuletzt gesehen bei Abe, wo ihr ja momentan wahrscheinlich gerade fleißig zuschaut. Ja, und jetzt sind wir mal hier wieder in Dead Space unterwegs. Ja, für mich wieder eine Weile her, für euch nicht. Wahrscheinlich, eventuell. So, auf jeden Fall, wo sind wir denn stehen geblieben? Ja, was sagt denn unser Missionsziel eigentlich? Mission, zur Brücke. Alles klar, okay. Da lang müssen wir. Alles klar. Gut, ja, zuletzt wurden wir ja hiermit eine ganze Menge Action und Aufregung stehen gelassen. Okay, da lang sollen wir. Fahrstuhlfahrt. Okay. Brücke, Brücke, Brücke. Gott, wo soll ich denn jetzt hin? Wartung, Verarbeitung. Fahren wir einfach mal zur Wartung. Lag ich da jetzt richtig oder? Also ich hoffe mal. Bin mir da jetzt tatsächlich nicht so sicher. Nein, verflucht, es war ja klar. Hätte ja auch mal glatt laufen können. Aber das sollte halt wohl nicht sein. Gut, dann also nochmal auf nach oben. Lauschen wir der zumindest für mich nicht vorhandenen Fahrstuhlmusik. Aber ich werde ab dem Punkt hier bestimmt welche wieder eingefügt haben. Ach Gott, das hört sich ja fantastisch an. Na? Ach Gott, du stehst schon vor mir, Digga. Ja, komm. Verpiss dich. Weg, weg, stirb. Dann krepier doch. Himmelarsch. Gott, war der schnell, ey. Okay, aber das ist schon ein gutes Zeichen, ja, dass wir hier richtig sind, definitiv. Na, ach Gott. Aim. Ja. Wenn man Aim auf frisch bestellt. Nee, nee, Digga, komm. Nein, Isaac lad nach. Wunderbar. Bäh. Okay. Mehr Munition verballert, als hätte sein müssen. Die Schränke hier sind zu. Hier waren wir auch schon. Wir können ja mal im Shop gucken. Wie sieht denn eigentlich unser Inventar aus? Ja, komm. So. Das können wir beides verkaufen. Wie viel haben wir eigentlich? Ach Gott, wir haben ja gar nicht viel. Geld haben wir ja nicht wirklich. Stimmt. In der letzten Folge hatten wir extrem viel Kohle ausgegeben gehabt für den Anzug, den wir ja gerade bei uns haben. Oder den wir gerade tragen. Stimmt. I remember this. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Okay, dann gucken wir einfach mal, was wir... Ja, okay. Gut, wunderbar. Ein bisschen Plasma-Munition war wenigstens drin in der ganzen Sache. Ja, also immerhin, guck mal, von den 7 immerhin einen Clip voll gemacht. Immerhin, immerhin. So. Da. Ja, wunderschön. Werkbank. Knoten haben wir keinen. Nee, alles klar. Gut, dann brauchen wir da nicht hin. Da, Sesam, öffne dich. Gott, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Also für mich, Dead Space spielen ist jetzt hier eine ganze Weile her. Wie gesagt, für euch das Gucken ja nicht so. Ich hatte ja gut vorproduziert gehabt. Und werde das hier wahrscheinlich auch wieder machen. Ach, müssen wir schon zum Monorail wieder? Ah, ach Gott, na hätte ich das im letzten Part gewusst, dann hätte ich das ja eventuell hier noch beendet. Ach, naja, gut, okay. Was soll's, ne? Liegt hier eigentlich irgendwas Interessantes? Ich hab mir jetzt mal aufgefallen, dass ich hier in der Monorail noch gar nicht nachgeguckt hatte, was hier gibt. Nichts wirklich von Belang, wie es aussieht. Okay.
So, Kapitel abgeschlossen. Ja, Kapitel 7, ins Leere abgeschlossen. Oh Mann, 7 Kapitel haben wir schon hinter uns und jetzt Kapitel 8. Wie viele Kapitel hat das Game eigentlich? Ich glaube, wenn ich letztes Mal richtig geguckt hatte, müssten es 12 gewesen sein. 12 Kapitel. Ja, komm, ach komm, so schnell wie das geladen hat, konnte ich jetzt den Titel von Kapitel 8 gar nicht lesen. Danke, Spiel. Okay. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Ja, Kendra, rede bitte noch schneller. Ne, also für den Fall, dass uns da zu langsam war. Munition, wunderbar. Sesam, öffne dich. Ah ja, okay. Der Gang des Schreckens. Wehe, wenn jetzt hier schon wieder irgendetwas kommt. Ne, letztens hat uns hier erst dieser komische Tentakel. Ne, Moment, wir haben das Vieh ja getötet. War es das Vieh? Na, immerhin ist es tot. Ein großes Vieh ist tot. Och nein. Ach, dieses Gebrüll kennen wir doch. Ist jetzt entweder hier wieder unser Majin Buu Cell Dingsvieh, das sich regenerieren kann, Teil unterwegs? Bitte nicht. Wir hatten. Ach Gott, ja komm. Ah, nein! Gott, jetzt kommt schon das Ding. Ja, wie könnt ihr euch denn auf euren einen kleinen Beinchen, Isaac, lauf? Auch wenn du nachladen musst, lauf. Jawohl. Noch irgendwas? Ja, sicher. Sicher. Wir haben jetzt natürlich auch keine Stasi mehr, die uns jetzt kurz weiterhelfen könnte. Komm, Isaac, lad mal nach. Haben wir hier noch irgendein gelbes Ding liegen? Nein. Ja komm, nein, warum denn so viel Action? Ich fange doch gerade erst an zu spielen. Lass mich doch in Ruhe. Ach Gott, nein, komm. Warum haben wir denn jetzt das Impulsgewehr nicht? Das wäre jetzt. Ist das Ding tot? Nein. Digga, was geht denn hier ab? Kommt, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. Doch nicht gleich so brutal. Ich bin noch überhaupt nicht drin in dem Game. Ich glaube, das merkt man ein bisschen. Oh mein Gott. Aber hey, auch wunderbar. Mensch, so schnell verdient man Geld. Siehst du, töten bringt Geld. Also Leute, töten. Töten. Töten bringt Kohle. Auch und viel Kohle. Munition, Munition für Sachen, die wir nicht brauchen. Nochmal Geld. Okay, jetzt können wir hier mal gucken. Ja, stimmt, die Dinger waren ja beim letzten Mal, als wir hier waren. Oder zumindest bei. Großes Medikit. Da. Komm denn. Oder? Ach komm, das lohnt noch. Nee, das lohnt noch nicht. So viel Leben haben wir noch gar nicht verloren, dass das lohnt, zu benutzen. Wo müssen wir. Ach Gott, wir müssen in den Fahrstuhl. Warum denn in den Fahrstuhl? Komm, gehen wir mal hier runter. Gucken, ob wir hier was Interessantes finden. Wir können nicht mal runter. Okay, Digga, Hammond hat einfach mal den Fahrstuhl kaputt gemacht, wie der aussieht. Alles klar. War das. Ja, du warst das. Okay, verpiss dich. So, bevor ich da jetzt runtergehe oder hochfahre, je nachdem, wo wir mit dem Fahrstuhl hin müssen. Yep, genau, erstmal gucken, was wir alles finden. Kann ja immer noch was geben, was wir übersehen oder nicht gesehen und wie auch immer. Erstmal gucken ist die Devise. Oh, gucke Geld. So haben wir nochmal Geld gefunden. Siehst du, Erkundung lohnt sich doch immer wieder. Ach, guck mal jetzt. Ach, alles klar.
Hierdurch konnte man also gucken. Ah, ja. Levelverbindung ist da. Ich check's, okay. Gehen wir einfach mal hier, Fahrstuhl. So. Muss ich wählen? Nein, auch ich. Es gibt einen vorgeschriebenen Weg. Ich brauche. Ja, toll. Ach Gott, wo sollen, okay. Ebene 2 war das, wenn. Ja, Ebene 2 war das, wo wir jetzt sind. Ebene 1 ist 1 runter, also müssen wir Ebene 3. Ja. Naja, kennt man, wir reden ja nicht viel hier. Also Eisel quatscht ja nicht viel. Daher, ob das jetzt für uns von großem Belang ist, dass wir abgehört werden. Ich glaube, da müssten eher du und Hammond euch Sorgen machen. Obwohl ja da die große Frage ist, was ist mit Hammond, ne? Der ist ja aus dieser Seuchenstation. Nein, ich tue schon wieder. Komm. Okay, das ist absolut blöd, dass ich das Ding so angreife. Moment, können wir denn heilen? Okay, das Teil sieht uns irgendwie wohl nicht. Ja, Mann, haha. Das nenne ich doch mal geschickt. Ja, Isaac. Nein. Oh Gott, jawohl. So, komm. Aiming ist da. Oh Mann, Aiming ist da. So, der Vorsicht wegen einfach mal zack, bumm. Abspeichern. Ja, Platz bitte noch ekliger. Ach, warum denn zwei von euch? Komm, Digga. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Komm, Nummer 3. Ja, Nummer 3. Nachladen. Gott, hör auf, deine K Babys da raus. Nein! Ja, was geht denn mit euch? Okay. Ist er tot? Er ist tot, ja. Bitte sei tot. Wo kommst du denn jetzt? Du kleiner Pisser. Okay. Nein, Inventar. Nicht Pause. Okay, wurde jetzt doch mal Zeit für ein Medipack. Gucken, wie viel. Oh Gott, wir haben wegen. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich habe zu viel Munition verballert. Alles klar. Ach, na toll, es gibt auch nur einen Weg, wo wir lang können. Ich habe doch nicht so viel Munition, Spiel, hab Erbarmen. Ach Gott, was. Ach Gott. So. Spinnendinger. Nee, Moment. Nein, Inventar. So, haha. Ja, komm. Ja, Stase. Wir haben sie wieder. Halbleiter, Rubin. Ja, Geld. Gibt uns Dinge, womit wir Geld machen können. Ja gut, ich glaube, das Verbarrikadieren der Tür mit letzter Kraft war nicht von Erfolg gekrönt. Der Fahrstuhl ist hinüber. Okay, wunderbar. Nochmal eine Speicherstation. Energieknoten haben wir immer noch nicht. Wir müssen hoch. Gut. Oh mein Gott. Ey, das fängt ja herausragend an. Das fängt ja echt herausragend an. Und Audiolog. Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey.
Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Mathias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße! Es ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Alles klar. Hier ging auf jeden Fall... Energieknoten. Ja, komm Fahrstuhl, sei bitte noch langsamer. Ich hoffe, dass ich auch die Videoqualität etwas verbessern konnte. Zumindest habe ich ein paar Schrauben gedreht, damit alles ein bisschen schicker und schnieker aussieht. Ich hoffe, das fällt ein wenig auf. Gut, ach ja, die Rig hatten wir komplett. Gut, Chinesemodul würde ich sagen, könnten wir von absehen. Okay, Stasemodul wäre auch bisweilen mehr oder weniger verschwendet. Ach, wir müssen es knüpfen, wir müssen es knüpfen. Okay, von hier aus gesehen ist es eigentlich relativ egal. Okay, dann können wir auch einfach erstmal den Energieknoten sparen, anstatt den. Jetzt so in leeren leeren Slot zu packen. Der uns halt nicht viel bringt. Da können wir den eventuell, naja, entweder aufsparen oder in sinnvoller investieren in so eine Top Secret Mega Ultra Door. Okay.